Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Und ja, im letzten Part war doch wieder einiges los. Wir hatten hier ja quasi Kriegserklärungen. Die Supermacht hat SimCity angegriffen. Einmal die Atomkraftwerke und einmal das Bankenviertel. Bei den Bankenvierteln war es ein Riesenroboter und ich musste entscheiden, was Superspürnase Gerd hier machen sollte. Gegen wen er kämpfen möchte. Wir haben ihn Richtung Roboter geschickt und er hat ihn zerhäckselt. Er hat ihn fertig gemacht mit einem Stromkabel, dass er ihn als Stolperdraht hinterlegt hat. Und ja, also, und an unsere kleine Samira ist mächtig stolz auf ihn. Er hat ihr auch Bilder von diesem Ereignis geschenkt. So im Imaginär, ne? Und ja, auf jeden Fall, wir haben uns da sehr drüber gefreut. Madame hat auch schon mit ihrer Freundin telefoniert, Lena, und möchte jetzt ein bisschen Spaß bekommen. Ja, eine Eins hat sie auch mitgebracht, was die Mama, die am Roman schreiben ist, Kinderroman, wie man einen Plüschbären in einen Elefanten verwandelt oder so in der Art, ist sie da voll und ganz dabei. Und hat deswegen nichts mitgekriegt. Unser Onkel Alex hat sich mit Backsteinen auseinandergesetzt und ganz, ganz viele hergestellt. Hoffe ich zumindestens. Wir müssen mal schauen, wie viele denn letztendlich hergestellt wurden. Wir könnten mal den ganzen Kram hier verkaufen. Echt, das nervt mich sowas von. Eins kann man ja mal behalten, zum vielleicht verschenken weitergeben. Da sind noch Fische, die mal endlich in den Kühlschrank gehören. So, hier kannst du auch noch mal einen behalten, zum Verschenken weitergeben. Und hier 11 Stück hat er hergestellt. Okay, dann wundert es mich nicht, dass er so mies drauf ist. Aber gut, okay. Talentorden hat er keinen gekriegt. Er legt sich gleich mal ins Bett und ruht sich aus. Wie gesagt, da ist Anna. Dann Pollux ist gerade dabei, Paarberatung zu lernen. Hat sich schon um seinen Garten soweit gekümmert. Hat heute frei. Ja, es ist Winter, Bäume isst dann eh nicht und ja, macht sich einfach einen ruhigen. Wie gesagt, Samira haben wir hochgeschickt und Gerd ist mit der Dame Frinks hier, der anderen Superspürnase, die ihm wahrscheinlich bei der Bekämpfung von Riesenroboter geholfen hat, am Babbeln. Während unsere Melissa dabei ist, ihren PC zu reparieren, damit sie endlich weiter recherchieren kann, wer denn vielleicht den guten Elmar irgendwo gesehen hat. Oh Gott, was kommt jetzt? Hi Gerd, weißt du, ich kenne da jemanden, der spitzenmäßig zu dir passen würde. Wenn du Lust hast, vereinbare ich sofort ein Blind Date. Nein, wir haben unsere Anna, also was denkt die Frau sich eigentlich? Wir sind glücklich verheiratet hier. Ich glaube, es hackt. So, du kannst mal E-Mails abrufen, gucken, ob da neue Nachrichten gekommen sind. Dann kannst du vielleicht noch mal ein paar E-Mails verschicken. Und dann kannst du mal gucken, ob auf deinen Blog irgendwer reagiert hat. Nicht Spiele, Elmar natürlich. Und ja, dann schauen wir mal weiter, was wir machen können, ne? Im Notfall musst du nachher wieder ein bisschen telefonieren. Und die Rentnergang wollte ich ja eigentlich auch nochmal treffen. Ja, das ist alles so, Gut, was machen? E-Mail schicken an. Ah, okay. Ja gut, da haben wir noch keine E-Mails verschickt. Ja, dann an Elmar. Wir können eine E-Mail an Elmar schicken. Leute. Okay, wir schicken jetzt eine E-Mail, pseudomäßig, an Elmar. Er hat vielleicht kein Telefon, aber ein PC. Sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Wir haben aber keine Antwort bekommen. Okay, auch nicht schlimm. Ja, auf so Ideen komme ich natürlich nie. Ich habe Sachen und die benutze ich nie. Also ich gebe es ja zu, es ist schlimm mit mir. Leute, nicht ärgern. Wir bleiben aber jetzt trotzdem bei der Story, wie wir so uns gedacht haben, okay? Ja, weil sonst komme ich hier nie raus aus der Nummer. Es ist schlimm, es ist schlimm. Es ist echt nicht mehr normal. Was wollen wir ihr denn mal vorschlagen, über Nacht zu bleiben? Sag mal, was hast du mit dieser Frau? Wie ist die so? Hat aber kein. Naja, ist auch besser so. Er hat sich ja schon angefreundet. Was willst du denn noch mit der? Ach, bewundern. Ja, komm, kannst du mal bewundern. Die hat bestimmt ganz toll an deiner Seite gekämpft und, ja, das war schon alles ganz toll. Das war schon echt alles ganz interessant. Gut, dass wir so gut basteln können, ne?
Ja, wir Ach müssen so, das mit den ja. Oh, Bastelarbeiten auch bei dir wieder weiter schulen, die damit solche Dinge. Dinge eben auch funktionieren. Aha. Mit Robotern kämpfen und sowas, ne? Das haben wir Smart. alles aus früheren Zeiten mit Servo und Serva gelernt, wie die Roboter-Invasion da läuft. So, du legst dich erstmal hin, ruhst dich ein bisschen aus. Das ist gut. Du bist am Babbeln. Du bist am Recherchieren noch. Oh ja, du möchtest was? Lupo heult. Du möchtest, Lupo wird. Nein, der wird nicht geheilt. Apropos heilen, da wollen wir noch mal ein paar Sachen machen nachher. So, wie sieht's denn bei dir und deinem Roman aus? Das dauert ja noch ewig, ne? Aber irgendwie wächst es bei ihr nicht groß. Also insofern lassen wir sie ruhig mal sitzen. Was macht unsere kleine Maus hier? Die spielt schön und hat auch Spaß dabei. Das ist gut. Das ist schön, Samira. Das finde ich immer am besten, wenn du schön spielst und Spaß dabei hast. Guck mal, sogar krakelige Bilder könnte man von ihr geben. Guck mal, wie schön sie da diese Brücke baut. Ja, da oben drauf könntest du noch ein Dach setzen oder so. Da auf das Ding. Alles in Blau und Grün. Andere Farben willst du nicht, oder was? Ja, gut. Kinder und ihre Farbgestaltungen, ne? Das ist, ja, ist wunderschön. Machst du ganz toll. Ja, guck mal, was ich gebaut habe. Genau. Und keiner sieht's. Ja, ist typisch, ne? Nur, wir sehen das. Wir haben's gesehen. Jetzt macht sie alles kaputt. Das ist ja das Beste am Bauen, ne? Man kann es auch wieder kaputt machen und wieder neu anfangen. Sie weiß genau, wie es geht. Leute, sie hat's erraten. So, du machst da weiter. Ach, und du guckst jetzt hier fern, oder was? Du willst immer noch. Ach, komm mal her, ich habe eine Idee. Was guckst du da eigentlich gerade? Haben die da eben Sex gehabt im Film? Ach, die guckt mit. Ach, komm. Kannst du auch mit Sa Sebastiane mitmachen. Guck mal da, die Hunde. Das sind die Vagabunden, oder? Nee, leider nicht. Die sehen ein bisschen anders aus. Aber so ungefähr waren die auch. Oh Gott, guck mal, die machen dem Kind Angst. Böse, böse Hunde. Ach, da ist ja ein Hund und eine Katze. Ach, das sehe ich jetzt erst. Geil. So, pass mal auf, ich will noch ein bisschen Logik haben. Hast du Lust mit mir Schach zu spielen? Das wäre doch eine ganz tolle Geschichte. Dann würde ich sagen, du kannst mal hier üben. Und vielleicht hilft dir die Dame, indem sie mitübt. Ah, guck mal, sie ist nett und legt Controller weg. Das ist ja schon mal sehr hervorragend. Genau. Machst du den Fernseher vielleicht auch noch aus? Ich kann dich noch nicht dazu rufen, ne? Weil wir sitzen noch nicht am. Jetzt rennst du wieder nach unten. Das tut mir leid, Mädel. Ich hole dich da gleich wieder raus. So, Gerd nimmt Platz. Gerd macht einen Deckel auf. Gerd stellt die Schachfiguren hin. Und los geht's. Ich das immer so schön runterzähle. Hallo, gute Frau, kommen Sie bitte nach oben und machen Sie bei mir mit. Das ist viel schöner, als hier unten irgendwelche tollen Spiele zu spielen oder irgendwelche tollen Trinks zu trinken. Ja, wer weiß, wie alt die sind. Die könnten schon älter sein, ich sag's ja nur. So, Madame, hast du was finden können? Nee, immer noch nicht, ne? Wir können noch mal E-Mail abrufen. Und dann nochmal, ja. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie viel Uhr ist denn? Ach Gott, schon 21 Uhr. Okay, keine neue Antwort. Ja, das ist schlecht. Okay, keine Antworten. So, dann pass auf. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir werden ja immer trauriger, ne? Es ist ja echt zum Verzweifeln, dass unser Elmar nicht da ist. Das heißt, wir müssen uns ablenken. Was macht man, wenn man sich ablenken will? Man nimmt seine guten Freunde und guckt, dass man sich ein bisschen Spaß verschafft. So, Madame ist, ja, es ist Winter. Haben wir nichts anderes zum Anziehen für den Winter? Naja, ist egal. Wir wollen auf jeden Fall die Gruppe treffen. Nur zum Spaß. Ja, nur zum Spaß reicht. Wir müssen da keinen Ausflugstreff-Dingsbums machen. Das kriege ich ja eh nie hin. Aber das wollen wir machen. Wir wollen unsere Rentnergang nochmal treffen. Und vielleicht hat ja von denen, wie gesagt, auch noch jemand eine Info für unsere arme Melissa und kann sagen, hier, da und da, wir haben was gehört, wir haben was gesehen. Uns, er ist in irgendeinem Gemüseladen um die Ecke zu sehen gewesen oder keine Ahnung, irgendwer in Blauseitigkeit wurde er ja leider auch nicht gesichtet. Also zumindest Servo und Co. haben da leider nichts gehört gehabt.
Ja, das war halt, ja, das Problem, ne? Ja, wo wollen wir uns denn treffen? Ich würde sagen, irgendwo, wo man Spaß haben kann. Alle werden zum Treffen kommen. Das ist wunderbar. Das ist so schön. Das ist herrlich. Ja, und da hat sich Samira mit ihren Klötzchen wirklich auch was verdient. Sehr gut. Und Samira mit ihren Klötzchen ist jetzt müde und hat noch keine Hausaufgaben gemacht. Na gut. Aber Samira, geht mal bitte benutzen, duschen und dann ab ins Bett. Und vielleicht hat deine Mama später, wenn du im Bett liegst, Zeit, dir mal eine Gute-Nacht-Geschichte vorzulesen. Ja, ja. Alles Dinge, die ich gerade herausfinde. Aber das weiß ich nicht, ob wir das sehen werden. Nee, nicht anmachen, nicht anmachen. Ausschalten jetzt hier. So, wir wollen doch gucken, wo wir hinwollen. Ich würde sagen, wir könnten in der Belladonna-Bucht was unternehmen. Für Blauseitig halte sie mir ja immer. Ja, hier, da, bei den Spieledings, Archimedes-Arkade. Das wäre doch das absolut Richtige für euch, oder? Also zumindest für unsere Melissa wäre das das absolut Richtige. Können natürlich auch ins Fitnessstudio oder in Gemüseladen, Gourmet-Schlemmertempel. Na, Hunger hat sie jetzt nicht. Oder in die Kaffeebar. In der Kaffeebar mit einer Rentnergang, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ländereien Altersruhe, ja, das ist eher unser obligatorischer Friedhof, ne? Ja. Minimarkt, Stadtpark, was haben wir noch? Ah, das sind die ganzen Parks. Wir können natürlich auch in einen Park gehen. Das ist die Frage. Gehen wir in irgendeinen Park und haben da Spaß im Dunkeln? Nee, im Dunkeln ist blöd. Nee, das ist doof. Nee, ich glaube, wir gehen zuerst mal ein bisschen spielen und ein bisschen Spaß haben. Und wenn es uns danach noch nicht zu dolle wird, können wir in das andere noch gehen. Hörst du jetzt auf, den Fernseher dauernd anzumachen? Ach Mann, Stromverschwendung, Melissa. Echt, das ist Stromverschwendung. Nichts nachhaltig leben, du olle Nuss. Ach, sie ist so verzweifelt, sie kann schon gar nicht mehr ohne Ablenkung, ne? Das ist einfach mal so. Sie ist halt so verzweifelt, es geht nicht mehr anders. Was macht unsere Anna eigentlich gerade? Oh ja, die muss auch dringend aufhören dann. Aber das machen wir, wenn sie weg ist. Aber wir müssen jetzt erstmal mit Melissa hier durch, ne? Tut mir ja leid, sonst komme ich, wie gesagt, ja in der Story auch nicht weiter. Aber es ist schön zu sehen, dass es noch so viele Möglichkeiten offen hält. Wie ich später auch vielleicht dann mal ein Happy End hinkriege. Ach, herrlich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich freue mich schon, das ist genial. Ja, ja, das macht Spaß. Ach, ich liebe das. Wenn sich so in einem Spiel so Sachen entwickeln, so eigene Stränge mit eigenen Ideen oder auch von euch Ideen reinkommen, weil eigentlich ursprünglich natürlich die Idee kam von jemandem von euch. Weiß jetzt leider schon wieder nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Buseline. Aber ich möchte mich nicht festlegen. Und dann hat das Spiel so wirklich Sachen gebracht, wo ich dachte, perfekt, 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 ja. Und es ist einfach nur schön. Es ist einfach nur schön, wenn sich so Sachen ergeben. Ich sage ja, das kenne ich halt nur in Sims 2. In Sims 4 ist mir sowas so noch nicht untergekommen. Also, ja, da passiert das irgendwie nicht so. So, da kommt jetzt erstmal unsere Rentnergang. Yeah, wir sind unterwegs, liebe Leute. Hallöchen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal allen Hallo sagen, oder? Wollen wir erstmal allen Hallo sagen? Ja. Hallo, Löwe, wie geht's denn? Lass mal tratschen, lass mal unterhalten. Dann mit dir natürlich auch eine Unterhaltung. Nee, warte mal. Dir erzähle ich lieber was anderes, nämlich das. Und mit dir rede ich über das Hobby Spiele. Habt ihr denn da was mitgekriegt? Und hier, Madame. Die sieht... ist sie weggegangen? Oder ist sie hinten hingegangen? Irgendwo? Sie ist hier langgelatscht und war weg. Froni hat uns verlassen, oder? Ach, nö. Oder ist sie jetzt einfach nur irgendwo anders hingerannt?
Das gibt's doch nicht, oder? Die ist doch jetzt nicht abgehauen. Froni! Das kannst du nicht bringen, Mensch. Mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Wetten, sie hätte wichtige Infos für uns gehabt. Ja, hier oben kann man auch noch mal schön sitzen, Fernsehen gucken und was weiß ich was, Mann. Ich finde diese Ortschaft hier eigentlich auch richtig cool. Ja, genau. Und jetzt spielen wir dann erstmal eine Runde Billard und gucken. Wir spielen mal mit Billard mit. Und du musst auch mitspielen. Komm, Junge. Hey, hallo, du auch mitspielen? Ja? Gut. Ja, kommt, lasst uns mal wieder zusammenspielen. Das ist schön. Wir müssen, wie gesagt, uns ablenken und ja, überlegen. Hast du eine Idee, wo er hin sein könnte? Vielleicht ist er ins Museum gegangen oder was weiß ich. Ja, vielleicht hat er auch jemand anderen kennengelernt, ja, und ist weggegangen. Also, ich habe vielleicht eine Kreuzfahrt gebucht oder keine Ahnung. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, ne? Es ist echt nicht einfach. Ja, so, zeig uns mal, wie gut du Billard spielen kannst. Genau. Lang nicht mehr gemacht. Samuel, übrigens, ich wollte ja nur mal sagen, du bist ein bisschen dünn angezogen für Winter. Du solltest dir neue Klamotten zulegen. Ja. Aber ja, Ablenkung muss sein, ne? Und wie schön sie leuchtet. Ich finde das so goldig. Sie leuchtet so schön. So, gut, die spielen da. Ich würde sagen, oh, guck dir mal da hinten das Relief. Kann man sich auch mal angucken. Wir spulen jetzt mal ganz frech einfach ein bisschen. Okay, gut, das war's. Okay, dann redet noch mal miteinander. Ja, wir könnten super Beziehung. Wir könnten auch noch mal. Warte, ich habe eine Idee, was wir machen. Wir machen das. Warte, Löwe, Löwe, warte auf mich, warte auf mich. Warte doch mal, du kannst mitmachen. Wo will er denn hin? Ach, er muss aufs Klo. Okay. Er muss aufs Klo. In Ordnung. Ja, gut, dann reden wir lieber noch mal ein bisschen. Dann quatschen wir noch mal. Nee, nicht küssen. Um Gottes Willen nicht küssen. Nein, nein, nein. Das war. Was mache ich denn? Ich drücke hier laufend den falschen Kram. Reden. Über Interessen. Ja. Fällt mir eben erst auf, in welchem Muster diese Tapete ist. Die habe ich aber auch noch nie gesehen. Kennt ihr diese Tapete mit den Kartenmuster? Also was auf Spielkarten immer hinten drauf ist hier, ne? Herz und Pik und Kreuz und Karo. Ja, voll geile Tapete. Die hab ich noch nie gesehen. Wo um Himmels Willen krieg ich die? Die habe ich wirklich noch nie gesehen. Naja. Gut. Ja. Gibt's hier eigentlich eine Bar? Saft trinken. Ich glaube, bei dem anderen gibt's eine Bar. So, pass mal auf. Du müsstest auch noch mal Saft trinken. Ist das unser Löwe? Ja, Löwe, komm. Aber nee, wir gehen erstmal schnell noch ein Pipi machen und dann, wo geht's denn rein? Hier geht's rein? Für die Mädels? Okay, benutzen. Nee, nicht. Hände waschen. Mach das mal schnell. Und dann kannst du hier vielleicht noch mitspielen und dann müssen wir mal gucken, ob wir von Löwe noch irgendwas erfahren können. Im Notfall will ich mit der Gruppe nochmal in die Kaffeebar oder so. Wir müssen uns besprechen. Doof, dass Froni uns verlassen hat. Wieso ist Froni auch weggelaufen? Die hätte bestimmt noch eine Info gehabt, wo unser Elmar steckt. Wisst ihr, wir haben denen ja erzählt, dass wir uns verliebt haben und dass das ja auch, die wissen ja auch, wie schlimm das war nach Volkers Tod und alles. Und ja, dass Melissa da echt arm dran war und fast verzweifelt ist und niemanden mehr hatte. Und ja, das ist halt so. Man ist für jede Ansprache und Zuneigung und so ist man halt empfänglich. Und ja, warum stehst du so nah am Fernseher? Also, du solltest zum Optiker, wenn du eine Brille brauchst, Junge. Das ist ungesund. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Ich glaube, ich rufe dich mal runter. Komm mal da vor dem Fernseher weg, wenn du da so nah dran stehst, Junge.
Komm, Löwe, hallo. Huhu. Samuel ist jetzt auch hoch. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ach, da. Warte mal, wo willst du denn hin? Getränk bestellen. Ach, gibt's hier doch so ein Saftdings? Ach ja, hier. Oder? Moment. Nee, das ist kein... Da ist doch die Bar. Natürlich. Hier, komm her. Ja, bestell mal einen Trink. Kannst du auch einen Trink für jemanden bestellen? Getränk bestellen? Nee. Leider nicht. Okay. So, Löwe, komm her, lass uns mal was trinken. Jetzt geht er da rein. Ich hab ihn ja zur... Stimmt, ich hatte ihn zum Klo gerufen. Komm, Löwe, hier geht's lang. Komm. Hey, halt, bleib da, bleib da, bleib da! Nicht weglaufen! Ich wollte doch mit dir reden, Mensch. Ja. Komm mal her, wir müssen, ja. Mitten auf der Gas. Oh Mann, ihr seid so doof. Ihr seid so schlimm. Warte. Komm her. Komm, häng mit uns ab. Aber nicht, ich hoffe, du hast warme Unterhosen an. Wir sitzen hier auf kalten Steinboden. Weil wir zu doof sind, in den Raum reinzugehen. Wir sitzen genau vor der Tür. Wer rein oder raus will, ja, der hat dann ein Problem, ne? Genau. Wir haben da echt ein Problem. Also, das ist doof. Nein, das ist doch echt bescheuert hier. Jetzt will sie, dass jemand heiratet. Ja, also irgendwie kommen aber auch keine vernünftigen Infos rum, ne? Es kommen keine vernünftigen Infos rüber. Also ich glaube echt, ja, es ist nicht gut, es ist nicht gut. Okay, dann würde ich sagen, warte mal, wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben, oh Gott, schon 4 Uhr morgens, ach du meine Güte. Ja, auch ältere Leute sollte man nicht zu lange außer Haus lassen. So, und ich muss auch mal auf meine Uhrzeit achten, wie sieht das aus? Auch schon wieder rum, ach Gott, nee. Ja gut, dann... Ach, dann würde ich sagen, wir bedanken uns einfach und sagen, ey, das war genial, dass ihr mir nochmal geholfen habt. Ich finde das toll, wie ihr immer für mich da seid, da gewesen seid, da seid, hoffentlich auch in der Zukunft noch. Und ja, ne, das müssen wir dann nochmal honorieren. Aber wir verabschieden uns dann jetzt erstmal und gucken, dass wir nach Hause kommen. Beziehungsweise, warte mal, muss ich das hier irgendwie auflösen mit Gruppe? Keine Ahnung, Piraten, die singen mehr, Geschichte erzählen, nee, wir gehen dann einfach nach Hause, okay. Gut. So, ja, dann haben wir soweit alles erledigt. Wie gesagt, wir haben uns nochmal getroffen. Froni hat sich leider aus dem Staub gemacht. Ja. So, wir kriegen noch eine Umarmung. Dankeschön, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Kommt nicht unter die Räder. Passt auf euch auf. Und meldet euch, wenn einer von euch irgendwas von Elmar hört, ne? Das ist jetzt die Prämisse. Also sofort Bescheid sagen, wenn er was von Elmar hört. Nehme ich die jetzt wieder mit oder gehen die selber? Nach Hause. Ich will nach Hause. Ist jetzt die Frage. Wir haben uns für den Spaß getroffen, nicht für den Ausflug. Was geht denn hier ab? Was machst du? Samuel, was war das? Warum war das? Was? Und überhaupt? So, ab nach Hause mit dir, Mädel. Komm. Hup. Tschüss, macht's gut. Ich hoffe, wir fahren auch jetzt alleine heim. Aber ich denke mal schon. Ja, aber das mit Froni ist schade, dass die einfach abgedüst ist. Das finde ich echt extrem schade. Nun gut, was soll's. Das sind auch so Tapeten, die ich irgendwie nie sehe. So ein Wolken-Tapetenwand. Habe ich auch nirgends. Wo finde ich solche Sachen? Ich meine, da sind sie ja. Ich meine... Man sieht die ja hier. Also, irgendwie ist das komisch. Kommen die jetzt doch mit? Ach nö, ehrlich.
Ich dachte, wir fahren allein nach Hause. Na gut, dann müssen wir daheim das Treffen wieder auflösen. Aber egal, ist nicht schlimm. So, wir bringen die nach Hause imaginär, denken wir uns das so, ne? Die müssen ja auch irgendwie wieder nach Hause kommen. Wir haben uns ja das Taxi geteilt. Wir sind ja auch arme Leute. Wir müssen uns das Taxi teilen. Nee. Wenn wir irgendwas sind, wir sind nicht mehr arm. Aus der Zeit sind wir lange raus. Ich noch überleg, frühere Zeiten mit meinen Sims, ne, älteren Generationen, die noch die Simoleons quasi umdrehen mussten, damit sie sich was leisten konnten an Sonja Müller und so. Ja, die Zeiten sind lange rum. Diese Familie hat sich echt ein, ja, hat sich wirklich was aufgebaut, kann man nur so sagen. Das kann man wirklich mal so sagen. So, da kommen wir wieder. Ja. Na, wo bleibt ihr denn mit dem Taxi? Auf, wie kommt? Hui, da sind wir wieder. Und alle anderen sind mit dabei. Toll. Können wir das Gruppentreffen irgendwie beenden? Vorschlag einziehen. Nein. Vorschlag über Nacht bleiben. Auch nicht. Nee, ich würde das Gruppentreffen gern beenden. Frage. Gelegenheitsgruppe verlassen. Heißt es, er ist dann raus aus der Gruppe oder? Oh, da hätte ich lieber gern. Also das ist ach, ja. Ja, ich glaube, wir müssen das auf die Art machen. Anders wird das nix. Oder können wir uns verabschieden? Verabschieden von allen. Das ist das Beste. Genau, wir sagen jetzt Tschüss. Danke fürs Heimbringen. Das war lieb von euch. So, und jetzt könnt ihr heimgehen. Verabschieden. Genau, das ist es gewesen. Nicht Gruppendingsbums. Das ist es genau. Okay, so. Da sind wir nun mit immer noch wenig Idee und Erfahrung, was wir jetzt machen sollen. Wir sehen immer noch leicht zerknittert und traurig aus, von wegen. Elmar ist leider immer noch nicht aufgetaucht, hat sich immer noch nicht gemeldet, wurde immer noch nicht gefunden. Wir suchen ja nun schon eine geraube Zeit. Also müssen wir uns überlegen mit unserer lieben Melissa, was wir jetzt mit dieser Info anfangen. Wo wird sie uns hinführen? Was wird Melissa für Ideen haben? Das erfahren wir dann aber erst im nächsten Part. Und bis dahin hat Pollux noch mitbekommen, dass manchmal Liebe einfach nicht genug ist. Und an diesem Punkt angekommen, kommt Pollux ins Spiel. Wir könnten ja vielleicht Pollux fragen, was mit Elmar ist. Keine Ahnung, ob uns das was helfen würde. Samira verliert Begeisterung für Film und Literatur. Die sollte im Bett liegen, oder? Ja, müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, das schauen wir uns im nächsten Part an. Bis dahin verabschiede ich mich von euch, bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Treffen. Schade halt, dass Froni nicht mit dabei war. Entschuldigung. Aber ja, wie gesagt, Melissa ist ja nicht ganz aus der Welt. Egal, was wir mit ihr anstellen, ne? Im Moment noch. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.